Egal, ob du schon immer Nuff gegangen bist, den alten Bruchweg gar nicht kennst oder jetzt das allererste Mal in der Opel Arena warst, das ist Mainz 05. Und damit gute zusammen, schön, dass wir wieder alle hier sind. Hier sind die 05er News vom Wochenende. 3 Tore, 3 Punkte, geiles Spiel, geile Stimmung und so viele kleine schöne Geschichten, die in diesen 90 Minuten gegen Leipzig stecken. Die wollen wir alle gleich ein bisschen nochmal nacherzählen und vor allem nochmal ein bisschen nachempfinden. Aber vorher nochmal der Blick auf den Nachwuchs, denn auch dort gab es überall jeweils die volle Punktausbeute. Die U23 gewinnt sensationell in Freiburg mit 3:2. Unsere U19 schießt Augsburg ab, 6:2. Und die U17 setzt noch einen drauf, 7:1 zu Hause gegen die Stuttgarter Kickers. Damit stehen beide A- sowie auch B-Jugend jeweils auf Tabellenplatz 4. Der Abstand auf den zweiten Platz bei den noch ausstehenden Spielen ist aber zu groß, um noch in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft einzugreifen. Okay, und Meister werden unsere Profis mit Sicherheit nicht. Aber das Gefühl jetzt gegen Leipzig, das war mal mindestens genauso geil. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist unglaublich einfach. Schon wie der Tag angefangen hat, heute Morgen im Bus auf dem Spiel mit der U23 nach Freiburg umgestiegen, abgeholt ins Mannschaftshotel. Gehört, dass ich in der Startelf bin. Komplettes Gefühlschaos. Musste erstmal damit umgehen, habe auch eine Halbzeit gebraucht, denke ich mal, um reinzukommen. Wir hatten viel Glück gehabt am Anfang und haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und bin froh, dass ich natürlich mit meinem Tor der Mannschaft helfen kann. Erster Einsatz, erstes Tor für den 20-Jährigen und das nennt man dann wohl. Für mich ist das heute der perfekteste Tag in meinem Leben. Also 3:0 gewonnen, selbst ein Tor gemacht. Ich weiß nicht, was Besseres gibt. Auch das 2:0 von Alex Maxim ist so eine schöne Geschichte des Spieltags. Lange hat der kleine Zehner warten müssen, geduldig gearbeitet und jetzt mit seinem zweiten und vielleicht wichtigsten Tor für Mainz 05 endlich die verdiente Belohnung eingefahren. Dafür gab es dann auch von Pablo eine sehr liebevolle Geste. Achtung, zack, so geht das bei uns. Und habt ihr gesehen, Ausgangspunkt von Maxims Treffer war Alexander Hack, der übrigens genau deswegen so heißt. Ist klar jetzt, ne? Aber der Hacki, in diesem Spiel für mich eh Man of the Match. 70% Zweikämpfe gewonnen, 73% Passquote und dazu noch die eben gesehene Rettungsaktion. Einfach brutal. Das haben wir heute gemeinschaftlich als Mannschaft super gemacht. Das war ein geiler Kampf und ja, dass man am Ende natürlich 3:0 gewinnt, ist großartig und da freuen wir uns alle drüber. Und mit was? Mit Recht. Allerdings, das eine ist halt auch klar. Kompliment an die Zuschauer und wichtig aber einzuordnen. Heute richtig rauslassen, aber dann ab morgen Blick Dortmund, weil mit 33 Punkten bleibst du nicht sicher in der Liga und das wünschen wir uns so sehr. Und mit so einer Leistung in die beiden letzten Spiele rein, dann wird das auch was, bin ich mir ganz sicher. So, jetzt haben wir zu guter Letzt noch ein kleines Schmankerl für euch. Das Spiel gegen Leipzig war ja nicht nur Abstiegskampf pur, nee, es war auch Familientag. Und so klar, dass die 05er TV-Kamera da nicht fehlen darf. Wollen wir sehen. Wie geht's aus? 2:0. 2:0. 2:0, ja. Doch. Ganz sicher. Ja. Sicher, ja. Sicher. Für Mainz. Ich glaube, es wird ein 2:2 oder 2:1 für Mainz. 2:1. Gut. Gut? Ja! So, bleibt noch der Hinweis auf die öffentlichen Trainingseinheiten in dieser Woche. Es gibt nur eine am Donnerstag um 15:30 Uhr. Ansonsten auf nach Dortmund. Wer nicht mitfahren kann, der klickt einfach www.05er.fm an. Unser Webradio überträgt wie immer live und in voller Länge. Also, wir sehen und oder hören uns. Bis dahin, macht's gut, wir machen's nämlich auch.